Hallo Freunde der Nacht, da bin ich wieder, euer Sahadum mit einer neuen Folge Surviving Mars. In der letzten Folge konnten wir hier eine Metallader entdecken. Tiefliegende Metalle haben da natürlich auch schon die Forschung in Gang gesetzt und wir werden die Forschung auch nach oben bringen. Wir werden die anderen zwei Forschungen tatsächlich abbrechen und die Forschung hier als Primärforschung drin stehen lassen. Des Weiteren haben wir hier oben mit einer Kältewelle gleich zu tun in 2 Stunden. Wir haben relativ spät die unterirdischen Heizungen und auch die Windräder hier angeschalten. Ich hoffe, es war nicht zu spät, weil ihr seht das, die Windräder müssen alle noch repariert werden. Die Drohnen sind zwar hier ausgeschwärmt und rammeln jetzt jeder mit so einem Maschinenteil los, um die Teile da zu reparieren. Aber die Kältewelle kommt schon in 2 Stunden. Und das hatten wir in der letzten Folge auch noch machen wollen, aber da war die Zeit dann um. Wir haben hier ein intelligentes Haus gebaut, schaut mal, um zu schauen, was man jetzt hier an Forschung bekommt. An Forschung. An Komfort. Intelligentes Haus, 70 Komfort, finde ich nicht so viel, weil, schaut mal, Wohnquartiere haben 75. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Es könnte sein, dass es mit der Kuppelgröße zu tun hat. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist ja eine Standardkuppel, dass die dann hier ohnehin schon einen Komfortbonus haben, die Wohnquartiere in Standardkuppel, weil die halt nicht so groß sind. Und hier hat man einen Malus. Wir testen das mal. Das würde mich jetzt mal interessieren. Also ich würde sagen, es hängt mit der Kuppelgröße zusammen. Wir bauen jetzt hier in der mittleren Kuppel, ja, ist das, mal noch ein Wohnquartier. Nur so just for fun, wir werden das wahrscheinlich dann wieder wegreißen. Aber wir wollen das einfach mal sehen, was das bewirkt. Und dann habe ich mir noch einen Gedanken gemacht. Wahrscheinlich werden wir die ganze, also unser nächstes großes Projekt, ist ja so ein Hawking-Institut zu bauen. Uns fehlen halt im Moment nur leider die elektronischen Geräte. Dass wir hier ein Hawking-Institut hinzimmern und das hier oben halt komplett zu einer Farm-Station ausbauen, zu einer Farmkuppel, weil das nimmt schon rapide ab. Nahrungsverbrauch über 40 pro Sol, wohlgemerkt, ja. Und unsere gesamten Kolonien oder ja, unsere gesamte Zivilisation hier auf dem Mars hängt von der einen Farm hier ab, die aber noch mit Deckungspflanzen und so zu tun hat, weil die Bodenqualität, hä, wieso, die ist doch bei 100, wieso bauen wir da hier Weizen an? War noch irgendwie eingestellt, na, wie auch immer. Also das ist jetzt auch eine, ach ja, wahrscheinlich wollen wir das jetzt dann zu Ende bauen lassen. Wir werden hier natürlich dann wieder unser Quinoa anbauen. So, also die Farm da oben und die zwei Farmen sind die einzigen Farmen, die halt unsere gesamte Zivilisation hier auf dem Mars abdecken und versorgen. Es hat jetzt auch eine ganze Weile gereicht, wir hatten immer genügend Nahrung, aber so langsam nimmt die Nahrung immer mehr ab. Wir müssen das unbedingt im Auge behalten, weil ohne Nahrung, ihr wisst, wird's Mist. So, weiter geht's. Ich hoffe, die bekommen das hier alles noch fertig. Wenn wir uns dann stabilisiert haben, ihr kennt das ja, dann können wir die Geschwindigkeit auch wieder hochschalten. Ich will jetzt nur erstmal abwarten, dass wir die Kältewelle gut in den Griff bekommen. Und das hier ist übrigens, sind das keine Gesteinsabfälle? Also, dass das Lager jetzt hier voll wäre oder so? Nee, nee, das ist der Beton. Die wissen nicht mehr, wohin mit dem Beton. Das Lager für Beton ist sozusagen voll. Wir hatten jetzt den Transporter auf, glaube ich, Metallsuche geschickt. Machen wir aber nicht. Wir werden jetzt hier Ressourcen einladen. Beton, dass die halt wieder hier Beton da hochbringen. Wie oft kann man eigentlich Beton innerhalb von 4 Sätzen sagen? Oft. Drohnen sind überlastet. Ja, kriegt euch ein, ihr kleinen Drohnen. Bringen die das, den Beton eigentlich hier unten hin? Ich hoffe es mal. Müsste eigentlich so sein. So, jetzt die Kältewelle da. Ja, Windräder sind schon ganz gut am Start. Aber hier oben diese unterirdische Heizung klemmte noch. Nein,
Sie klemmt nicht mehr. Sie ist in Betrieb. Sehr gut. 6 Windräder, ein Betonextraktor. Ja, der darf jetzt hier nicht einfrieren, der Betonextraktor. Das wäre Mist. Aber hier oben werden jetzt Betonge, Mehrzahl von Beton. Betons. Hier oben wird der Beton ja jetzt abgeladen. Oder hatten wir das eingestellt, dass sie das hier hinbringen? Ich glaube, wir hatten da schon reagiert. Na, keine Ahnung. Wir machen es halt jetzt manuell. Micromanagement. FTW. Ressource entladen. Und dann könnte dort oben den Beton wieder stapeln. So, hier müssen wir aufpassen. Die Gesteinsabfälle nehmen überhand. Das Lager ist bald voll. Dann sollten wir reagieren und ein neues Lager hinbauen. Eine neue große Metalldeponie. Mülldeponie. So. Haben die jetzt hier das Wohnquartier schon gebaut? So, jetzt bin ich gespannt. Also, intelligentes Haus in einer... Ne, wir vergleichen das hier mit dem... So, wartet mal, bevor wir das hier vergleichen, ist das denn hier überhaupt... Nö. Diese unterirdische Heizung reicht nicht aus, um die Kuppel noch komplett zu versorgen. Ihr seht das hier. Oder? Wartet mal, 90, hier 15. Na, Scheibengleister, niedriger Temperaturen um 200% erhöht. Wir müssen hier noch eine unterirdische Heizung hinzimmern. Ja, Betriebsbereich ist hier aufs Maximum ausgelegt. Dann werden wir hier vielleicht noch ein Rohrsystem langlegen und relativ nah hier eine unterirdische Heizung hinpflanzen. Wie ich mir es auch nie merke, wo die unterirdische Heizung war, dann war sie halt hier. Wo sind denn hier die Rohranschlüsse? Da unten. Warte mal, da bauen wir das ein bisschen anders. Wir wollen, dass die Kuppel hier mittendrin ist. Ansonsten werden wir zu viel Strom verbrauchen. Ihr habt das ja gesehen. Also die hatten wir hier sehr mittig hingestellt. Das ist halt wirklich eine große Kuppel. Die unterirdischen Heizungen, kann man die denn auch in die Kuppel reinbauen? Ne, das ist ein Außengebäude. Ach, ihr macht mich alle fertig hier. Nicht, dass man dann hier zwei unterirdische Heizungen brauchen, wisst ihr, wie ich meine? Wir müssen das halt so nah es geht an die mittlere Kuppel hier dran klatschen. Wir testen das mal so. Also wir haben jetzt Tag und machen schon 50 minus. Und die Windräder laufen alle. Wir wollen gar nicht wissen, was wir nachts hier minus machen an Strom. Dass wir immer solche Stromprobleme haben, das ist krass. Kommt schon. Höchste Priorität hier. Fusionsreaktor, ja, ich weiß, müsste man halt auch bauen, aber elektronische Geräte werden benötigt. Und die Forschung wollten wir halt auch nach vorn bringen. Und wir hatten uns halt erstmal dafür entschieden, die Forschung nach vorn zu bringen. Weil das steht auch schon seit Urzeiten auf unserer Agenda. Und damit wir halt die Kuppel hier umbauen können, dass es eine reine Farmkuppel wird.
So, nun baut mal. Also ist nie ein gutes Zeichen, wenn man tagsüber mit den ganzen Solaranlagen schon minus 50 macht. Sektor scanned. Sektor wurde gescannt. Nichts Tiefliegendes mehr gefunden. Und dann scannen wir die Sache hier noch. In der Hoffnung, dass dort vielleicht noch etwas gefunden wird. In der Tiefe. Das ist alles schon von uns tiefen gescannt worden. Das können wir noch mal machen. Ja. Unterirdische Heizung wird fertig. Was für ein Gebäude funktioniert nicht? Hä? Jetzt funktioniert es wieder. Teile sind doch hier genügend da, oder? Ja. Haben wir ordentlich versorgt mit Metallen. Beton ist ausgeladen. Dann macht euch mal bitte wieder auf den Weg und holt noch mehr Beton. ...324. Verdammte Hacke. Also diese unterirdische Heizung wird enorm wichtig und ich befürchte, es wird halt auch nicht ausreichend sein. Wir müssen noch Windräder bauen. Weiß die Maus keinen Faden ab. Wir bauen hier weiter oder nochmal große Windräder. Eine Lage. Nochmal 10 große Windräder. Hingezimmert. Ein paar Maschinenbauteile. Reichen die denn aus? Nö, natürlich nicht. War klar. Baumeister Bob Truck, du musst dran. Deine kostbaren Maschinenbauteile werden benötigt. Und zwar hier vor Ort. ...140 Strömlinge. Das reicht erstmal an Beton und dann laden wir noch die Maschinenteile ein. Hallo? Wir stehen euch Maschinenteile zur Verfügung. Jawohl, da kommen sie hin. Was war das? Was sind da explodiert? Irgendwas eingeschlagen, schätze ich mal. Erschreckt uns doch nicht so. Funktioniert also nicht mit den Wasserrohren hier, so wie wir uns das gedacht haben. Bedeutet, wir müssen Wasserrohre da an den Start bringen. Ich glaube, wir hatten das schon mal probiert. Wasserrohre ging nicht, dass man direkt von der Kuppel aus dann versorgt wird, aber ich glaube, Strom hat funktioniert.
Oha. Wasserversorgung hängt. Ihr braucht Maschinenteile. Da müssen wir aber ganz schleunigst hin. Nicht, dass es einfriert. Das wäre fatal. Und bitte die Maschinenteile hier noch entladen. Dann kannst du auch gleich mal noch eine Fora Maschinenteile holen. Resources are low. Was für Ressourcen sind low? Ja, das kommt. Das kommt einfach nur, weil wir die Windräder ja wieder in Betrieb genommen haben. Die Wartung stimmt jetzt auch nicht. Also, wir hatten ja jetzt in dem letzten Sol, ich glaube, Sol 110 hatten wir ja die ganzen Windräder repariert. Also, so hoch wird die Wartung, denke ich mal, nicht sein. So, jetzt baut mal bitte das letzte Rohr hier. Schnapszahl 111. Nehme ich doch gleich mal einen Schluck Wasser. Betriebsbereich aufs Maximum ausbreiten. Und wird es dann warm hier? Ja, wird es. Sehr gut. Da hätten wir uns dagegen erstmal gestellt, gestemmt. Windräder werden produziert. Wir machen jetzt auch nachts genügend Strom. Sehe ich das richtig? Nein, die Solarkrafträder. Ich komme gleich komplett ins Kleckern. Die Solaranlagen waren noch nicht außer Betrieb. Ach, mein Gott. Jedes Mal haben wir ja mit Stromproblemen zu kämpfen. Das ist sowas von nervig. Nervt euch das auch? Also, mich nervt's. Aber noch mehr Windkrafträder wollen wir jetzt auch nicht bauen. Sektor scanned. Ist das jetzt eingefroren hier oben, aber dürfte eigentlich nicht der Fall sein. Nein, ist rechtzeitig repariert worden. Sehr gut. Keine Ressourcen gefunden. Ja, wir wissen, dass es niedrig ist. Aber es wird doch bald wieder Tag. Hoffentlich. Ach Mist, was machen wir? Das reicht nicht aus. Selbst wenn die drei Windräder hier noch fertig werden. Also die werden auch fertig. Reicht es einfach nicht aus. Das sind nochmal 30 Strom mehr. Das ist ein... das ist ein Witz. Boah. Jedes Mal das Gleiche. Ich glaube, wir hatten dann Fabriken noch abgeschalten. 30 Strom. Hier ebenfalls 30 Strom. Immer Ärger mit den Strömlingen, oder? Maschinenteilefabrik 50 Strom, ja, habe ich richtig in Erinnerung behalten. Das wären nochmal 100 Strom, die wir abschalten könnten. Wisst ihr was, wir machen das. Nützt alles nichts. Wir schalten die größeren Fabriken ab. Maschinenteile haben wir im Moment genügend. Und hier schalten wir diese Fabrik aus.
die Elektronikfabrik schalten wir auch aus. Das spart enorm Strom und ja, ich weiß, es kostet Arbeitskräfte. Also die sind halt jetzt arbeitslos. Nur so lange, bis wir das Stromproblem in den Griff bekommen haben. Machen 180 jetzt plus an Strömling. Wir haben 3700 Strom auf der hohen Kante. Am Ende der Nacht gehabt. Wenn wir das nächste Mal mehr haben als 3700, sind wir auf der sicheren Seite und können uns überlegen, so langsam wieder ein paar Fabriken hochzufahren. Oder wir lassen irgendwo nochmal ein Solarkraftwerk, ein Feld entstehen. Wir könnten hier noch eins hinbauen, weil wir haben ja hier bald auch genügend Metalle zur Verfügung, dass wir sagen, wir bauen hier nochmal ein ordentliches Solarkraftwerkfeld hin. Hier hätten wir genügend zur Verfügung. Haben wir hier das Gebiet schon gescannt? Ja, es ist auch schon tiefen gescannt worden von uns. Falls wir wirklich irgendwie hier noch diese tiefliegende Edelmetalle erschließen wollen, müssten wir das Ganze sowieso hier nochmal ein bisschen umbauen. Deshalb können wir jetzt hier eigentlich ruhig erstmal noch so ein Feld bauen, so ein Solarkraftfeld. Wir sind dann beruhigt da, Leute. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob wir hier genügend Metalle vor Ort haben. Müssen wir uns gleich direkt nochmal anschauen. Das sieht man so schlecht durch die Kältewelle. Aber jetzt, das müsste alles so passen. Darf jetzt dann nicht 3700 unterschreiten. Ja, Metalle sind ja auch noch genügend vorhanden, sehr gut. Braucht man ein paar Maschinenteile, bitte. Und ihr ladet mal bitte auch ein paar Maschinenteile ein. Aber nicht komplett alles. Nun ein paar. 10 sind okay und den Rest bitte hier mit Beton auffüllen. Wie viel gibt es denn hier noch Metalle? 22,5. Das wird aber das nächste Problem. Die Metalle. Deswegen erforschen wir ja tiefliegende Metalladern. So, neue Forschung auslagern. Ganz wichtig. Wir gehen hier in die Vollen und geben 800 Millionen Dollar aus. Können die Stufe 2 reinhauen. Thank you.
Baumeister Bobtrack hat sich komplett voll gemacht mit Maschinenteilen, aber ist okay. Wir haben ja immer noch genügend zur Verfügung. Polymere könnten wir ja gebrauchen und elektronische Geräte. Polymere und elektronische Geräte. Wir werden wahrscheinlich nicht umhinkommen, die Fabrik für elektronische Geräte wieder hochzufahren. Ja, die hat nochmal ordentlich hier produziert. 3700, sage ich nur. Müssen wir uns merken, den Wert. Sector scanned. Genau, richte dich aus. Habt ihr das gesehen? Es wollte sich gerade ausrichten, gen Sonne und schwupps war der Sonnenuntergang da und jetzt geht's bergab hier von den Strömlingen. 3700 Marsopolis Errungenschaft freigeschalten, sagt mir Steam gerade. Polymere und... Hä? Dann hier einladen. Entladen. Polymere und elektronische Geräte für die Kuppel im Nordosten. Nur ein paar einladen. Wie viel haben wir hier denn? 18. Ich lade mal ein paar elektronische Geräte nur. So, gut, das reicht. 7 hier drüben hinbringen. Weil wir haben hier überhaupt nichts mehr. Dann hier einladen, entladen. Unten sind noch genügend vorhanden. So, jetzt ist Tag, wir haben es verpasst. 3700, ja, das sieht gut aus. Bedeutet, alles wieder einschalten. Produktion fährt wieder hoch. Ja, elektronische Geräte sind unterwegs. Keine Angst, wir können ruhig mal Stufe 3 anwerfen. Also das ist schon extrem mit diesen Kältewellen. Verlangsamt ein enorm, weil man halt wirklich noch mehr als ohnehin schon auf diese Stromversorgung achten muss. Sector scanned. Und man wendet extrem viel Ressourcen, ihr seht das ja. Für die Stromproduktion auf. Baumeister Bobtrack muss da hin. Da kommt er angeschossen. Sollte noch rechtzeitig da sein, bevor das Drohnenhub dort sich verabschiedet und einfriert. Wir sind Metalle aufgebraucht worden. Heißt, wir können das Gebäude ausschlachten. Nun leben wir von den ersparten Metallen hier. Wird alles ausgeschlachtet. Achso, diese Orbitalplattform müssen wir ja noch wieder hinbauen. Wir bauen die mal ein bisschen nördlich hin. So ist gut, würde ich sagen. Ja, gut.
Kältewelle überstanden. Jetzt warten wir einfach nur ab, bis wir genügend elektronische Geräte hier zur Verfügung haben. Also wir hatten zwar jetzt schon genügend, um den ganzen Umbau hier zu vollziehen. Ihr wisst ja, wir hatten ja vor, hier eine reine Farmstation draus zu machen. Das schlachten wir aus, das kann weg. Das war ja nur probehalber. Ebenso das. Welches Gebäude funktioniert nicht? Hä? Hallo? Nee, funktioniert alles. Aber wir haben den Arbeitslosen hier. Warum? Warum findet er hier kein Shop? Müssen wir mal im Auge behalten. Das wird sowieso halt alles umgebaut hier. Ein Geologe. Das ist schwierig. Wir haben jetzt hier unsere Hauptkolonie. Keinerlei Bergbau mehr. Also in seinem eigentlichen Job wird er nichts mehr finden hier. Wir bräuchten halt diese CO2-Antriebe, dass wir den irgendwo anders hin verschicken können, sozusagen. Ja, aber ihr merkt schon, man hat halt immer was zu tun in dem Spiel und ihr seht auch links oben das Ende eines Zeitalters, neue Nachrichten. Und das ist ein kleiner Cliffhanger, da werde ich euch mal zappeln lassen. Ich weiß selbst nicht, was sie jetzt hier wieder weiter von uns wollen. Wir haben ja die Kältewelle soweit ganz gut in den Griff jetzt bekommen. Ordentlich nochmal nachgebaut, Solarkraftwerke und auch Windräder. Und werden hoffentlich in der nächsten Folge dann die Kältewelle überstanden haben. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch sehr gefallen, genauso wie mir. Ich fand sie genial. War spannend zu sehen, wie wir halt wieder mit dem Stromproblem umgehen. Und ja, wartet mal, hatte ich das jetzt weggerissen? Hatten wir jetzt überhaupt nachgeschaut, was das hier der Unterschied war? Nö, oder? Oh Mann. Nein, Wohnanlage nicht. Wir wollten ein Wohnquartier. Jetzt müsst ihr nochmal das Wohnquartier bauen. Wir wollen doch den Unterschied sehen. Ach man. So, also, Freunde der Nacht, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Schreibt das in die Kommentare. Gebt mir ein Däumchen nach oben oder rechts oben gibt es natürlich noch einen Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.